Slotline Infinity, die perfekt integrierte zeitlose lineare Leuchte im Zoom-Doppelportfolio. Bereits 1999, als die erste Generation von Slotline entwickelt wurde, stellte die Firma Zoom-Doppel ganz klar ihre Innovationsführerschaft in diesem Segment dar. Nun, im Jahr 2015, gehen wir auch wieder neue Wege und zeigen Lichtlinien fugenlos bis zu 20 Meter und dies perfekt integriert. Darum auch keine Überraschung, dass diese Leuchte bei Architekten einen sehr hohen Beliebtheitsfaktor hat, weil sie einfach durch ihre Einfachheit, Schlichtheit und zeitloses Erscheinungsbild besticht. Im nachfolgenden Installationsvideo werden wir schrittweise die einzelnen Punkte beleuchten und analysieren, welche dafür notwendig sind, eine perfekte Integration speziell in Gipskartondecken durchzuführen. Somit ist ganz klar der Fokus auf der Einbauvariante. Jedoch möchte ich betonen, dass auch Zoom-Doppel wie gewohnt eine Anbau-Pendel-Variante im Portfolio hat, die im neuen Erscheinungsbild vorhanden ist, komplett pulverbeschichtet und integrativ perfekt zum restlichen Portfolio passt. Die Ausschnitte werden gemäß der Montageanleitung eingezeichnet. Nicht zu vergessen sind jedoch weitere 50 mm auf jeder Seite, somit insgesamt 100 mm, welche auch mit berücksichtigt werden müssen. Nun wird der Ausschnitt gemäß der Einzeichnung gemacht. Üblich im Tagesgeschäft ist die Vorgehensweise, die Einputzrahmen zu tackern. Um exakte Längen des Lichtbandes zu erreichen, muss der Einputzrahmen auf das gewünschte Maß abgelenkt werden. Um eine einfache und genaue Montage zu gewährleisten, müssen die Abstandshalter verwendet werden. Empfohlen sind 3 Abstandshalter per Einputzrahmen, welche eine Standardlänge von 2,5 Meter haben. Natürlich können die Einputzrahmen auch getrennt voneinander angebracht werden. Jedoch wird der Abstandshalter benötigt, um die perfekte Distanz zu gewährleisten. Die Position, an welche die Gipsbügel montiert werden, ergibt sich durch die Kanallänge und ist in der Montageanleitung ersichtlich. Der Gipsbügel wird auf beiden Seiten von unten verschraubt und dient in einem späteren Schritt der Befestigung des Einbaukanals. Anschließend wird der Einputzrahmen von Putz gesäubert. Zunächst wird der Kanal bei den vorgesehenen Langlöchern auf der Position der Gipsbügel mit Schlitzscheiben befestigt. Anschließend wird der Kanal auf die richtige Höhe nivelliert, sodass der Kanal hinter den Einputzrahmen positioniert ist. Beim mechanischen Verbinder müssen beide Schrauben gelöst werden, der Verbinder in die neue Position gebracht und anschließend wieder angeschraubt werden. Anschließend wird der Stecker des elektrischen Verbinders mit dem Terminalblock verbunden. Bei einem Lichtband wird empfohlen, in der Mitte auf beiden Seiten in den Einputzrahmen Positionierungssticker anzubringen.
Diese gewährleisten eine feste Positionierung und somit eine thermische Ausdehnung der Abdeckung gleichmäßig in beide Richtungen. Dieser Sticker sollte auch speziell in der Ecke angebracht werden, um eine feste Positionierung beim 45 Grad Zuschnitt der Abdeckung zu gewährleisten. Die mechanische Verbindung ist durch Federn im Lichtbalken gewährleistet, die beim Eindrücken sanft und leicht hörbar einklicken. Um den Balken wieder zu lösen, wird empfohlen, mit dem Schraubenzieher die am Balken seitlich befestigten Federn leicht anzuheben. Somit wird der Balken wieder aus seiner Position gebracht. Die Abdeckung wird auf der Rolle in verschiedenen Längen geliefert. Diese kann einfach mit einem Teppichmesser abgelenkt werden. Bei Installation der Ecke wird die Abdeckung mit einer Kappsäge auf 45 Grad abgelenkt. Die Montage der Abdeckung bei Lichtbändern kann auch mit einem Farbroller innerhalb von Sekunden montiert werden. Für das Entfernen der Abdeckung wird der Saugnapf benötigt. Wichtig hierbei ist, dass dieser mindestens 50 cm vom Ende der Lichtlinie gesetzt und die Abdeckung sanft gelöst wird. Dieser Mindestabstand muss eingehalten werden, da ansonsten die Decke beschädigt wird.